Zuschauerinnen, Zuschauer, 20 Uhr, wir sind live. Das ist Astronomie am Freitag. Wir sind der physikalische Verein und allhalbjährlich grüßt das äh, astronomische Halbjahresmurmeltier. Das heißt, jedes äh, Halbe Jahr, am Anfang jedes halben Jahres oder am Ende des Halbjahres fürs neue Halbjahr, bringt Stefan Kage, die astronomischen äh, Ereignisse, die in den kommenden sechs Monaten so passieren. Äh, so auch heute. Es ist zwar noch nicht ganz äh, Ende Juni oder Anfang Juli, aber ähm, wir machen es eben heute schon. Ja, ähm, seien Sie gespannt. Allerdings, ähm, heute ist auch eine ganz besondere Nacht, die Nacht der Nächte. Und zwar sage ich Ihnen schon mal, was Sie nach diesem Vortrag machen. Sie hören natürlich jetzt äh, Stefan Karge zu. Und der ist ungefähr eine Stunde plus minus ist er fertig. Und dann gibt es die Night of Science. Das ist das, was Sie heute Abend noch machen müssen, unbedingt. Ähm, auf dem Unicampus äh, Riedberg ähm, haben die ganzen naturwissenschaftlichen Fachbereiche eben äh, ein Angebot mit äh, Vorträgen, Experimenten und wir sind natürlich auch dabei mit äh, äh, Vorträgen und mit einem Teleskop. Es hat zwar gerade geregnet, aber ich denke mal, äh, es klart wieder auf und wir können dann äh, Ihnen was zeigen. Ja, ähm, das ist also das, was Sie nach dem Vortrag machen. Aber jetzt ähm, gucken wir erstmal, ob Stefan Kage schon bereit ist und uns den Vortrag halten kann. Sch so, ähm, Stefan, hörst du mich? Hallo, hallo. Ja, ich höre dich gut. Ah, super. Ja, dann würde ich sagen, ähm, leg los. Ähm, ich freue mich auf deinen Vortrag und äh, Ihnen wünsche ich natürlich gute Unterhaltung und gute Erkenntnisse wie immer. So. Sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an unserem heutigen astronomischen Freitag hier im Physikalischen Verein. Natürlich auch an die Zuschauer zu Hause, an ihren Bildschirmen. Das ist wie früher bei den alten Quizshows. Wir haben ja mittlerweile beides, das Live hier als auch die Live-Übertragung nach Hause. Ähm, ja, schön, dass Sie es heute Abend einrichten konnten, hier vorbeizukommen. Wir arbeiten heute leider gegen zwei gute Programme in Konkurrenz. Das eine ist, die Fußballer sind heute aktiv. Das zweite ist Neidor Science. Martin hat es gerade gesagt. Das heißt also, umso mehr danke, dass wir es einrichten konnten. Ähm, ja, dann machen wir also jetzt mal ein bisschen, was das zweite Halbjahr uns so anbietet. Ähm, machen wir das Licht aus? Danke. Perfekt. Ja, äh, Eingangsfolie für das zweite astronomische Halbjahr ist eine Aufnahme äh, von Martin Bender, aufgenommen von Teneriffa. Und. Ähm, das Schöne an dem Foto ist vereint sowohl das Summerfeeling mit den Palmwedeln im Vordergrund. Und wer von Ihnen astronomisch natürlich schon gut drauf ist, durch uns schon gut eingenordet. Links sehen wir den Orion, der so schön noch flach liegt. Also, wir haben so beides. Wir haben den Sommer in dem Foto und den astronomischen Winter auch schon vereint. Das ist also schon mal ein, eine feine Sache. So, jetzt hoffe ich, dass wir schalten können. Nee, geht nicht. Okay. Renate, ich kriege keine zweite Folie. Ah oui, danke. Ich hatte im letzten, in der letzten Astro-Vorschau im letzten Halbjahr erzählt, dass der größte Kleinplanet unserem Sonnensystem in seiner erdnächsten Position eine Schleife am Himmel beschreibt genau vor dem Virgo Galaxienhaufen und das war die Folie, die ich Ihnen gezeigt hatte und da sehen Sie im Verlaufe dieser blauen Linie oben eingekringelt einen kleinen gelben Kreis mit der Nummer M100 und diese Zusammenkunft von Galaxie im Hintergrund und dem kleinen Planeten im Vordergrund das kann ich Ihnen hier mal beweisen, dass es tatsächlich so eingetreten ist es ist eine Aufnahme ferngesteuert von Teneriffa. Das Wetter bei uns war hier wieder mal untauglich für solche schönen Geschichten. Also ferngesteuert die schöne wunderschöne Galaxie, das ist die Messier 100 und der helle Stern, der nördlich davon steht oder oberhalb davon steht, das ist Ceres. Also Sie sehen von Ceres im Fernrohr auch nur einen Punkt und im Foto eben auch nur einen Punkt, aber normal ist Ceres eben nicht genau in der Position, da ist normalerweise eben dann gar kein Stern. Also, das war eine sehr schöne Geschichte und vor allen Dingen war es ein ziemliches Grundstück, einen Slot zu bekommen, um fotografieren zu können, weil ich war der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, in dieser Nacht natürlich da ein Foto machen zu wollen. Völlig klar. Okay. Zu unserem astronomischen Ablauf. Wir haben Sommer. Das haben Sie mittlerweile gemerkt. Draußen ist es knuffig warm, schon die ganze Zeit. Ein riesiges Hochdruckgebiet, was kaum weichen möchte, bestellt uns die erste Trockenheit in diesem Jahr, wobei es eben gerade mal geregnet hat. Zur Freude einiger Angereister, die etwas puschendlich nass geworden sind auf dem Weg hierher. Aber immerhin. So, das Eingangsbild dafür für unseren Sommeranfang seit 21.06. um 1658 ist Sommer. Und das Ganze hier dargestellt mit einem sehr schönen Schmetterling, aufgenommen auf den Kalkmagerwiesen von Oberfranken. Denn sowas sehen Sie hier in der Regel gar nicht oder höchstens selten, erst im späteren Verlauf dann des Sommers. Okay. Der aktuelle Sternhimmel zeigt sich wie hier im Modell. Wir haben alle vier Himmelsrichtungen in einer Karte dargestellt, jeweils in grün die Himmelsrichtung. Und Sie sehen zunächst mal als Struktur, die Milchstraße zieht sich vom Süden über das Zenit bis an den nördlichen Rand. Das heißt also der Blick in unsere Milchstraße ist jetzt optimal. Sie sollten sich das angucken, natürlich zu Zeiten, wo kein Mond am Himmel steht. Das wäre jetzt eine gute Idee, aber nicht in Frankfurt, denn in Frankfurt ist es wie immer zu hell. Für die Milchstraße kann man nur empfehlen, Hintertaunus, Vogelsberg, Odenwald, Hauptsache weg und nicht hier in Frankfurt bleiben. Das wird dann einfach nicht möglich sein. Äh, Im Zentrum sehen wir die Sternbilder Schwan und Adler, die also in der Milchstraße drinstehen. Aber die schauen wir uns jetzt hier mal etwas genauer an. Das wäre der Sternhimmel erster Simulation. Das hier ist das große Kreuz des Nordens. Das nennen wir auch den Stern, den Schwan, also den Zygnus. Das kleine Sternbild, der Leier oder Lyra mit dem hellen Stern Vega. Und hier unten der zweite große Vogel, nämlich der Adler mit dem Hauptstern Materie. Wir verbinden die hellsten Sterne der drei Sternbilder zu einer großen Figur und erhalten dann das Sommerdreieck. Das wäre ihr Wegweiser sozusagen für den Verlauf der Milchstraße und wenn Sie die drei hellen Sterne haben, es gibt sonst keine hellen dort in der Region, von daher kann man die auch relativ einfach wiederfinden. Und das Besondere an diesen drei Sternbildern ist eben, es ist genau das Band der Milchstraße. Wir sehen hier eine Koloraufnahme. In der Mitte haben wir diesen ganzen Staubbänder, die in unserer Milchstraßenebene sich befinden. Im Vordergrund natürlich die Sterne, die wir als Sternbild jetzt wahrnehmen können. Und die Myriaden von einzelnen Sternen, die unser Sternsystem aufbaut. Ja, hier nochmal ein schönes Bild. So sollte die Mietstraße aussehen. Natürlich nicht in Frankfurt. Die Aufnahme hier ist aus Südfrankreich. Ähm, ungefähr so, ja, sagen wir mal, paar paar eine 40 Grad Nord. Äh, wir haben wieder das Band der Mietstraße sehr schön zu sehen. Wir sind im südlichen Teil, jetzt mit einem Skorpion, im rechten Teil und im linken Teil dann den Schützen. So, wir bleiben im Bereich der Milchstraße, relativ weit im Süden, wieder im Sternbild des Schützen. Und wir fangen an mit dem heißgeliebten und immer wieder gerne, zumindest von mir präsentierten, äh, Explaneten Pluto. Pluto ist nicht mehr Planet. Pluto ist ein Objekt des Käupergürtels. Oder besser gesagt, er ist der größte Kleinplanet, den wir im Sonnensystem haben. Ähm, er steht in den östlichen Gefilden des Schützen. Er ist nicht zu sehen im Fernglas, mit bloßem Auge sowieso nicht zu sehen. Er ist im Prinzip nur fotografisch nachweisbar oder für die Fortgeschrittenen mit großen Optiken. Und dann kann man sich daran trauen. Sichtbar jetzt ab Juli. Im Prinzip können Sie jetzt auch schon sehen. Bis etwa September. Er steht sehr weit südlich. Also das ist nicht ganz so einfach, ihn dann auszumachen. Am 22. Juli ist dann äh, kürzeste Entfernung zur Erde. Und das sind immerhin über 5 Milliarden Kilometer. Logisch, dass bei 5 Milliarden Kilometer Abstand nicht viel übrig bleibt als ein ganz, ganz schwaches Pünktchen unter vielen anderen schwachen Pünktchen. Und die Raumsonden, das heißt, eine Raumsonde war es bis jetzt nur, die uns ihnen gezeigt hat. 2015 der Vorbeiflug. Links der große Pluto und rechts sein größter Mond Charon. Beides Eiswelten. Sehr interessant. Völlig unbekannte Strukturen, die wir so in der Art da oben nie erwartet hätten. Vor allen Dingen. Wir haben minus 200, ja, 230, 240 Grad unter Null. Und trotzdem sehen wir Dynamik in diesem Eis. Also da scheint mehr Energie von unten rauszukommen, als von oben reinkommt. Sehr interessante Strukturen. Und vor allen Dingen das ist das erste Mal, dass wir an solchen großen Eiskörper überhaupt das erste Mal von Namen sehen konnten. Ja, das ist das Bild von der Erde. Fotografischer Nachweis. Sie machen eine Aufnahme zum Beispiel heute und die nächste, wenn es morgen auch klar ist, morgen nochmal. Und dann legen Sie einfach beide Bilder deckungsreich aufeinander, blinken die und dann werden Sie sehen, dass sich ein Sternchen in den zwischen den beiden Bildern bewegt. Und das ist, wenn Sie richtige Position eingestellt haben, dann auch tatsächlich der Pluto, der sich dort bewegt. Er ist sehr langsam, aber immerhin im Abstand von einem Tag kann man ihn schon sehr deutlich wahrnehmen. Also er bewegt sich auf seiner Bahn langsam jetzt wieder raus. Wir haben jetzt seit letztem Jahr die 5 Milliarden Kilometer geknackt. Jetzt wird es also noch ein bisschen mehr auf seinem Weg wieder in die fernen Bahnpunkte. Venus. Sie haben mit Sicherheit die Venus die letzten Wochen wunderbar sehen können. Wir hatten fast jeden Abend klar Richtung Westen, ein ganz helles Gestirn, was sich nicht bewegt hat und nicht gefunkelt hat und auch gar nicht geblinkt hat. Das war also kein Flugzeug, sondern dieser ruhige weiße Punkt. Das ist die Venus und das war die Venus. Und sie neigt sich jetzt so langsam, aber sicher dem Ende ihrer Sichtbarkeit in diesem Halbjahr. Wir hatten die Sichtbarkeitsbeginn im Januar, Februar. Das heißt, da kam sie gerade so über Horizont. Sie ist dann sehr schön nach oben gelaufen und hatte den höchsten Stand über dem westlichen Horizont im Bereich Ende April, Anfang Mai. Seitdem kann man zusehen, wie sie wirklich von Tag zu Tag ganz gemütlich wieder Richtung Horizont rutscht. Wir sind jetzt am 16.06., also ungefähr in der Mitte von dem absteigenden Ast. Und Sie sehen, dass bereits Mitte Juli die Party beendet ist für die Venus. Also Venusbeobachter würde ich mal vorschlagen, sockenscharf machen und noch beobachten. Das Wetter stellt sich jetzt um, also das klassische Hochdruckgebiet, was uns bis jetzt den Ostwind gebracht hat und die trockene Luft und die klaren Nächte. Das baut sich jetzt gerade ab. Wir kriegen Wetterumschwung zum Morgen übermorgen. Also klassische Südwestlage, feuchte Luft, hohe Labilität, also viele Schauer und Gewitterneigung. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit der Venus. Und sie ist wahnsinnig schnell nachher auch weg. Wenn zwar zwei Wochen jetzt schlecht ist, dann ist die Party vorbei. Also das nur mal so vielleicht als Tipp. Ähm, die Venus zeigt sich aufgrund ihres Orbits innerhalb der Erde in Phasen, so wie das der Mond uns auch zeigt. Und wir hatten jetzt in diesem Jahr, seit also Beginn des Jahres, im Prinzip die, die in den Anblick fast volle Venus, klein und entfernt. Und dann kommt die Venus auf uns zu und sie wird immer größer. Und jetzt aktuell haben wir ein bisschen weniger als die halbe Phase. Und in den nächsten vier Wochen wird sie dann zu einer solchen schmalen Sichel sich weiter bewegen. Und hier zeige ich Ihnen meine eigene Aufnahmen, aufgenommen oben an unserer Sternwarte. Also wir hätten jetzt aktuell ungefähr die Phase ganz links. Und dann in den nächsten Tagen, maximal Wochen, wird die Venus einfach immer größer, aufgrund der zunehmenden Erdnähe. und die Sichelform wird immer schmaler. Damit wird sie aber auch immer größer. Und wenn Sie so im ganz rechten Bild etwa am Himmel steht, kann man diese Phase auch im Fernglas schon sehen. Vorher wird es sehr schwierig, das schaffen unsere Augen noch nicht aber im fernglas für das rechte bild, das kann man tatsächlich dann so sehen. also vielleicht ein beobachtungstipp, wer da äh, mal lust drauf hat. so dann verschwindet die venus im juli, dann geht sie in den taghimmel. und dann warten wir einfach ein bisschen, und dann taucht sie wie gewohnt einfach am morgenhimmel wieder auf, nämlich ab september. so das spiel, wie wir das eigentlich jedes jahr schon kennen. allerdings natürlich dann wieder was für die frühaufsteher. also morgens raus, die venus läuft dann im im osten äh, steigt sie immer höher und erreicht dann zum ja, späten herbst etwa den höchsten stand und auch hier finden wir dann wieder genau andersrum die venus beginnt mit der schmalen großen sichel zuerst und zu dem abstand nachher wird die phase immer breiter und die venus wird dann immer kleiner also sie können schon mal üben jetzt das ist einfach abendhimmel in ruhe suchen und am morgenhimmel wird sie genauso hell sein und auch genauso einfach dann zu finden sein Stichwort Venus. Wir machen jetzt einen Sprung in den Herbst. Wir ziehen also ein Ereignis jetzt vor. Es begibt sich am 9. November eine besondere Situation am Taghimmel, dass der Mond in der schmalen Sichel über die Venus drüber marschiert. Und wir nennen sowas eine Venusbedeckung durch den Mond. Das ist relativ einfach zu sehen, weil die Mondsichel kann man tagsüber mit bloßem Auge erkennen. Und wenn man den Mond gesehen hat, sieht man direkt daneben auch die kleine, helle Venus. Die ist auch am Taghimmel mit großem Auge schon zu sehen. Und wer es nicht glaubt, nimmt das Fernglas, guckt auf den Mond und sieht dann direkt neben dem Mond die kleine Venus. Das wäre dann also im Bereich des 9. November, Pi mal Daumen gegen 10 Uhr. So, jetzt vergrößern wir das Ganze mal ein bisschen, dass sie auch dann ähm, eine Größenordnung bekommen. Das Venusscheibchen hat einen Durchmesser von etwa 20 Bogensekunden. Das ist was fürs Fernrohr, für ein Fernglas wahrscheinlich nur der kleine Punkt. Und dann kommt der Mond ganz gemächlich da anmarschiert, läuft vor die Venus. Die Bedeckung dauert etwa 60 Sekunden vom ersten Kontakt bis die Venus komplett hinter dem Mond verschwunden ist. Dann warten wir einfach ein bisschen über eine Stunde und dann kommt die Venus hinten am Mond, an der dunklen Seite, auch wieder raus. Das sind die Zeiten jetzt für Frankfurt. Also, Eintritt 10.53 Uhr 53 und 33. Dann haben wir etwa 60 Sekunden Eintrittsphase. Dann ist die Venus verschwunden und dann kommt sie wieder um 12.04 Uhr und, 4 und 24 Sekunden und braucht wieder etwa 60 Sekunden, bis sie dann wieder hinten komplett herausgelaufen ist. Also, das ist etwas, was ich Ihnen wirklich mal ans Herz legen kann. Es ist einfach zu beobachten. Okay, es ist Vormittag, Mittag. Ähm, das ist vielleicht das einzige Hindernis. Aber ansonsten ist es einfach zu beobachten. Und einfach, dass die Venus mal ausgeknipst wird und dann praktisch wieder hinter dem Mond langsam herauskommt, das sieht einfach schick aus. Weil die Venus kommt dann erst ein kleines Stückchen, da wird sie immer heller, bis sie wieder komplett zu sehen ist. Also schauen Sie es einfach an, ist kostenlos, wir brauchen ein gutes Wetter. Und dann klappt es hoffentlich auch. So, vom Kalender her gehen wir wieder zurück in den Sommer, nämlich jetzt. Am 12. und 13. August gibt es Sternschnuppen, so wie jedes Jahr. Das sind die Laurentius-Tränen oder auch äh, im Astronomischen die Perseiden genannt. Das heißt also, wir kriegen einen, eine Häufung von Sternschnuppen zu sehen in der Nacht vom 12. auf den 13. August, so wie jedes Jahr. Und das Gute an diesem Jahr ist mal wieder, dass wir eine günstige Mondphase haben. Das heißt, der abnehmende Mond beginnt erst um 2.24 Uhr aufzugehen als schmale Sichel. Die stört überhaupt nicht. Das heißt, wir haben wirklich dunklen Himmel. Und dann heißt es einfach, sich gemütlich irgendwo hin platzieren. Das große Auge ist das Teleskop. Und Sie beobachten einfach den Nachthimmel und warten, dass irgendwo eine Sternschnuppe runterkommt. Und da kann man zumindest die Garantie sagen, da kommen dann tatsächlich nicht nur einige, sondern einige mehr. Und wenn wir jetzt wie hier mal das Ganze animieren, also nicht animieren, sondern wir summieren einfach mal über Stunden hinweg Einzelfotos von einem dunklen Standort auf. Das ist in dem Fall jetzt hier von den Kanaren dann sehen Sie, dass diese Sternschnuppen alle aus etwa einem Punkt herausgeflogen kommen, scheinbar. Und der Punkt dort ist eben genau im Sternbild Perseus. Deswegen heißen die auch dann Perseiden. Wir erwarten etwa 100 Sternschnuppen pro Stunde. Das ist nicht wenig. Und wenn Sie es einrichten können, dann machen Sie es vielleicht mindestens zu zweit oder vielleicht auch zu dritt oder zu viert. Das heißt, man legt sich auf die Liege und orientiert sich sozusagen in einem Sektor am Himmel. Also so machen Sie es bitte nicht. Liege ist gut, Schlafsack ist auch gut, Pärchen ist auch gut, aber bitte dreht, einer dreht sich einfach um. Das heißt, einer hat dann die eine Hemisphäre und der andere die andere Hemisphäre und damit geht die Zahl der Sichtbarkeiten schlagartig hoch, nämlich genau ums Doppelte, Pi mal Daumen. Und das Fernglas, das nehmen Sie gar nicht mit, das können Sie ruhig mitnehmen, aber wichtig für die Sternschnuppen, ganz im Gegenteil. Die Sternschnuppen, die sausen über große Areale am Himmel und das Fernglas wird die garantiert nicht sehen können. So, die großen Planeten. Wir haben äh, in diesem zweiten Halbjahr Sommer-Herbst die größten Planeten im Sonnensystem wieder vertreten. Das ist Jupiter und Saturn. Wir beginnen den westlichen von den beiden, nämlich den Saturn, denn der kommt jetzt noch im Sommer ähm, in die Oppositionsphase. Hier nochmal ein schönes Foto, was Ihnen mal auch die Größenordnung vergleichen oder darstellen äh, kann. Die kleine Erde im Vergleich zu diesem riesen dicken Bauch der, äh, des Saturn. Dazu die Ringe. Hauptsächlich Eisbröckchen. Da hat sich mindestens ein Mond, vielleicht zwei Monde, ein bisschen zu nah herangetraut. An diese gewaltige Gravitation von Saturn wurden einfach dann zerrieben und zermahlen. Und deswegen haben wir heute diesen, diesen schönen Ring. Er wird nicht bleiben. In 100 Millionen Jahren spätestens ist das die ganze Party schon beendet und dann ist alles wieder so, wie es vorher war, nämlich ohne einen solchen schönen Ring. Also, äh, Sichtbarkeit ist Juli bis Dezember. Opposition am 27. August und dann trennen uns 1,3 Milliarden Kilometer von der Erde bis zum Saturn. Die Ringöffnung dieses Jahr sind nur noch 8 Grad. Also die Ringöffnung wird immer schmaler. Äh, in zwei Jahren dann, im Frühjahr, ist dann tatsächlich der Ring überhaupt nicht zu sehen. Dann haben wir die Kantenstellung und äh, das wird auf jeden Fall spannend, weil wenn Sie das dann sehen und Sie kennen Saturn nur mit Ringen und dann sehen Sie Saturn und der hat keinen dann ist ihr erst erstmal am Arbeiten und glaubt es erstmal nicht. Aber es dauert ja meist relativ kurz und dann, ist, dann, ist, dann schwenkt der Ring durch und dann haben wir wieder unseren schönen Ring. Ja, wie für Jupiter auch, hat auch Saturn einige hellere Monde, die wir im Fernrohr beobachten können. Das ist etwas für die Teleskopbeobachter, vielleicht so 8 bis 10 Zentimeter Öffnung Minimum. Je größer, desto besser, je größer, desto auch mehr Monde. Den hellsten Mond, den Titan, den können Sie schon im Fernglas beobachten. Position vom Saturn sehen wir links in einem astronomischen Jahrbuch. Das heißt, dafür gibt es Aufsuchhilfen, das müssen Sie sich selber nicht in dem Sinne erarbeiten. Okay, wir springen in den beginnenden Herbst, nämlich den September. Es wird endlich wieder früher dunkel. Momentan haben wir Dämmerungszeiten, die gehen weit bis nach Mitternacht, also die astronomische Dämmerung zumindest. Eigentlich, wenn man es richtig astronomisch das betrachtet, haben wir gar keine astronomische Dämmerung aktuell. Die Sonne schafft es nicht mehr 16 Grad unter den Horizont im Norden zu wandern, aber zum Arbeiten zumindest reicht es und für Sie zum Beobachten ähm, diese zwei Stunden Dunkelheit mit Sicherheit auch. Also im September schon deutlich besser. Erst September ist es schon gegen äh, 22 Uhr astronomisch dunkel und im Oktober schon um kurz vor neun. Die Milchstraße ist immer noch dominant am Abendhimmel. Auch unsere Sternbilder Schwan und Adler und Leier, die wir eben hatten als äh, die Wegweiser zum Sommerdreieck, sind nach wie vor gut. Aber mit der zunehmenden Länge der Nacht verschwindet die Milchstraße oder neigt sich dann Richtung Westen. Und dann kommen eben von der Osten, Ostseite her dann die Sternbilder des Herbstes dann. Ja, Herbstanfang ist der 23. September um 8.50 Uhr, Sommerzeit natürlich. Und ich dachte mir, ich nehme mal dieses wunderschöne Foto hier ähm, als sozusagen Hintergrundfolie für den Herbstanfang. Äh, unübersehbar in der Mitte sitzt ein Spetterling der in seiner Tarnung mehr als perfekt ist. Die Aufnahme entstand im Hochtaunus äh, am, wann habe ich sie gemacht? Hier am 30.10. Der letzte schöne Tag im letzten Herbst, strahlend blauer Himmel, das ganze Laub auf dem Waldweg und ich marschiere also fröhlich rum und dann hüpft ein Spetterding plötzlich und äh, muss die Flucht ergreifen und ich habe ihn gar nicht gesitzen sehen. Er lässt sich dort wieder rein und dachte ich mir so, okay, das musst du auf jeden Fall fotografieren. Eine bessere Tarnung, glaube ich, kann man sich kaum vorstellen. Auffällig und gleichzeitig maximal unauffällig. Wir bleiben wieder im inneren Sonnensystem bei den Planeten. Der Morgenhimmel ist in diesem Herbst nicht uninteressant. Die Venus ist zu sehen und auch der Merkur sagt wieder mal Hallo. Äh, zwischen dem Pi mal Daumen, 21. September bis etwa 28. September. Das ist eine kurze Phase, eine Woche. Pi mal Daumen. Es gibt Beobachter, die schon eins davor und eins danach ihn auf jeden Fall noch sehen werden. Die Uhrzeit etwa 6 Uhr morgens bis etwa 6.30 Uhr. 30. Sie sehen also, Sie haben ein begrenztes Fenster im Kalender und ein begrenztes Zeitfenster am Morgenhimmel. Sie brauchen Horizontsicht. Keine Bäume, kein Haus, kein Busch, wirklich eine Horizontlinie. Der Abstand von Merkur zum Horizont sind maximal 10 Grad. Das ist nicht viel. Und dann heißt es einfach, mit dem Fernglas nach Osten gucken, da gibt es nur einen Stern, der Helligkeit, wie der Merkur dann ist. Und dann haben sie ihn eigentlich schon. Wenn der Stern sich bewegt und dummerweise auch noch blinkt, dann haben sie den Anflug auf Frankfurt erwischt. Ähm, wenn der vorbeigeflogen ist, suchen sie nochmal und dann klappt das wieder auch mit dem, mit dem Merkur. Am 22. September haben wir dann den halben Merkur. Also genauso wie die Venus macht der Merkur dann so eine Phasenbildung, allerdings nicht so schön ausgebildet. Und vor allen Dingen Merkur ist winzig. Das sind etwa sechs Bogensekunden Auflösung, die wir da sehen, von der Größe her. Aber immerhin als Stern oder als sternförmiges Objekt lässt er sich ganz gut beobachten. Die beiden äußeren Planeten sind auch in diesem Herbst wieder von äh, der Partie Uranus und Neptun. Die stehen, also Neptun sehen Sie da im Grenzbereich zwischen dem Wassermann und den Fischen. Und der Uranus, der steht äh, ein bisschen weiter nordöstlich zwischen dem Stier und dem Walfisch. Beide sind im Fangglas zu beobachten, mit großem Auge von Frankfurt mit Sicherheit nicht, dafür sind sie viel zu schwach. Ähm, Neptun ist in dem Fall der entferntere. Er kommt in Erdnähe am 19. September mit 4,3 Milliarden Kilometern. Das ist ziemlich viel. Er hat zwar eine beachtliche Größe von etwa 50.000 Kilometern, aber bei äh, über 4 Milliarden Kilometer Abstand bleibt eben nur ein ganz, ganz kleines Scheibchen. Von den Führungen oben im Taunus, die wir hin und wieder anbieten, wenn das Wetter passt, kann man ihn sehr schön beobachten. Das ist also kein Problem. Für ein kleineres Gerät bleibt eben nur die kleine Punkt. Und Sie müssen halt dann gucken, dass Sie den richtigen Punkt erwischen unter den vielen anderen schwachen Punkten. Sichtbar jetzt von Mitte August bis etwa in den Januar des nächsten Jahres hinweg. Und die Nummer zwei, das ist vom Aufbau und von der Chemie her im Prinzip identisch, ist, ist der Uranus, ähnliche Größe. Sichtbarkeit September bis zum März. Er steht ein bisschen nördlicher, deswegen können wir ihn ein bisschen länger beobachten. Und Erdnähe am 13. November mit knapp 3 Milliarden Kilometern. Also ein äußeres Sonnensystem ist tatsächlich relativ weit weg. So, was haben wir an Finsternissen in diesem Halbjahr? Ähm, Finsternis heißt also, entweder steht der Mond vor der Sonne, dann haben wir ein Sonnenfinsternis, oder der Mond marschiert in den Erdschatten, dann haben wir eine Mondfinsternis. Beides kriegen wir zu sehen, allerdings nur eine in Frankfurt und die andere, das ist die erste, für die müssen wir reisen. Es gibt eine ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober und Sie müssen reisen nach Nordamerika, Mittelamerika oder Südamerika. Sie haben die freie Wahl. Sie sehen die Erdkugel. Wir haben oben Nordamerika, im mittleren, unteren Teil Südamerika. Der rote Pfad mit den kleinen Kringeln drin. Das ist der Bereich, an dem die Sonne ringförmig erscheint. Auf diesem Pfad, dort müssen Sie hin. Linksrum oder rechtsrum, auch schön. USA ist toll und der Mittelamerika ist auch schick. Allerdings also ohne Finsternis. Dann haben Sie eine parzelle Finsternis, aber dafür reist man eben nicht um die halbe Welt. Also auf diesen roten Finsternispfad, dort müssen Sie hin. Natürlich bietet sich die USA an, gute Infrastruktur, Möglichkeiten zur Übernachtung, Wege, Straßen und so weiter. Und auch Sicherheitsaspekt ist nicht uninteressant. Wir haben ja auch einen Kontakt auf Yucatan, ähm, Mexiko. Das ist dann eher was für die Abenteuerlustigen, die das sich äh, antun möchten. Der Dschungel von Südamerika ist natürlich eine tolle Geschichte, super. Äh, dann können Sie auch hier bleiben, sehen Sie nämlich auch nichts. Also vielleicht ist die USA eine ganz gute Möglichkeit. So, von uns aus in Deutschland, achso, wir bleiben noch hier bei der ringförmigen. Das ist das, was Sie sehen werden. Wenn sie dort an richtigen Position zur richtigen Uhrzeit im Gelände sind. Der Mond marschiert vor die Sonne. Allerdings ist der Mond in Erdferne, also kleiner als die Sonne. Und dann kommt der Mond zwar vor die Sonne, steht aber innerhalb der Sonne und drumherum bleibt ein Ring der hellen Sonne bestehen. Das heißt, es wird nicht wirklich dunkel. Es wird ein bisschen so ein gedämpftes Licht gibt es schon. Ja, die Farben gehen ein bisschen äh, aus der Umgebung raus. Aber Sie brauchen für die Beobachtung immer noch einen Sonnenfilter. Aber es ist auf jeden Fall mal ganz schick, dass man sowas mal live sieht. Der Mond ist vor der Sonne und drumherum ist noch der helle Ring. Und Sie sehen natürlich einen wahnsinnig starken Kontrast. Und auch bei dieser Gelegenheit sehen Sie einen unregelmäßigen Mondrand. Also jeden Mondberg, jeden Krater, alles, was den Mond unregelmäßig erscheinen lässt, das sehen Sie hier abgebildet in perfektem Kontrast. Und das Bild oben rechts zeigt Ihnen dann sozusagen den letzten Kontakt, bevor dann der Mond wieder die Sonnenscheibe berührt. Dann sehen Sie ähnlich bei der totalen Finsternis so eine Aperchnur-Effekt, nämlich ein bisschen Sonne, ein bisschen Mondberg, ein bisschen Sonne, ein bisschen Mondberg, und einen Moment später ist dann das alles wieder in der üblichen partiellen Phase und kurz danach ist eben alles vorbei. Also, wer es noch nicht gesehen hat, 14. Oktober, USA, gibt es die Möglichkeit. Die zweite Finsternis ist eine partielle Mondfinsternis. Da bleiben wir hier in Frankfurt und hoffen einfach auf gutes Wetter. 28. Oktober, das ist vom Wetter noch nicht ganz so usselig wie im November und Dezember. Die Chancen stehen also gar nicht so schlecht, dass man das sehen kann. In der Grafik sehen wir der große rote Kreis oder bräunliche Kreis. Das ist der Erdschatten und zwar der Kernschatten der Erde im freien Raum. Und der Mond kommt von rechts unten und läuft nach links oben. Zunächst mal in den grauen Bereich, das ist der Halbschatten, das wird man kaum wahrnehmen können. Da, wo der Mond in den Kernschatten reinkommt, da kann man deutlich sehen, dass dann der Mond, der hat, da fehlt einfach eine kleine Ecke am Mond. Und ähm, wir werden irgendwie eine Form von Orange und von Braun dann sehen in dem Schattenbereich aufgrund der Streuung, die wir dann reinbekommen. Also keine wirklich tolle Finsternis, aber zumindest ein Angebot, mal wieder das Fernbrauch rauszuzerren. Und sich das Ganze anzugucken. Oder einfach mit einem Fernglas gucken. Das reicht ja auch völlig. Die Zeiten sind angenehm. Eintritt 21.35. Noch Sommerzeit. Mitte 22.14. Ende 22.54. Das sind also die Zeiten jetzt hier für Frankfurt. Also, das ist angenehm. Es wird abends dunkel. Der Mond kommt hoch. Und dann schaut man sich einfach an, wie der gemütlich dann da, ähm, kurz angeknabbert wird und dann wieder frei ist. Hier in Frankfurt. Vor die Tür freien Blick, Richtung, ja das ist dann frühen Abend, das ist dann wahrscheinlich noch Richtung ähm, Richtung Osten. Ähm, also dort, wo der Mond steht und Sie müssen dafür nicht reisen. Wenn Sie es unbedingt sehen wollen, wir haben in Frankfurt vielleicht nicht ganz so günstiges Wetter, man kann ja auch mal ein Metro, also ein, ein Programm oder Wetterkarten sich angucken. Vielleicht gibt es ja eine Ecke, die 200 Kilometer weiter klaren Himmel bietet, dann fährt man einfach mal zwei Stündchen in die richtige Richtung. Das lässt sich ja auch machen. Also dafür müssen Sie nicht nach Südamerika reisen oder um die halbe Welt. Das macht, macht dann keinen Sinn. Ein Tag später, 28. Finsternis, am 29. haben wir wieder unser alljährliches zweimaliges äh, freudiges Ereignis, nämlich es wird mal wieder die Zeit umgestellt. Wir wechseln von der Sommerzeit wieder auf die Winterzeit. Das heißt, wir stellen die Uhr um eine Stunde zurück. Der Merkspruch wäre, wie viele Hausbesitzer und Balkonbesitzer im Frühjahr stellen wir die Gartenmöbel vor das Haus und im Herbst stellen wir sie zurück. Also im Frühjahr eine Stunde vorstellen, im Herbst eine Stunde zurückstellen. Dann also wieder die übliche Geschichte, wieder für ein halbes Jahr dann die Winterzeit. 29.10. um drei Uhr, wie üblich an einem Sonntag. Damit wir am Montag alle wieder schlechte Laune haben, weil die Nacht wieder so ein bisschen eigenartig war, bis sich alles wieder so eingependelt hat, so wie üblich. Okay, wir gehen in den späten Herbst. Der Winter klopft schon astronomisch an die Tür. Wir sehen schon am Himmel eine komplette Veränderung. Die Sommermilchstraße hat sich komplett zurückgezogen und es dominiert jetzt die Milchstraße im Winter mit allen großen Sternbildern, die der Winter so zu bieten hat. Der schönere Sternhimmel ist tatsächlich der Winterhimmel. Und zwar einfach deswegen, weil wir über den Winterhimmel die helleren Sterne haben und damit eine größere Anzahl auch von markanten Sternbildern, die man auch aus Frankfurt heraus relativ einfach sehen kann. Die Milchstraße allerdings ist deutlich schwächer als die, die im Sommer zu sehen ist. Um die zu beobachten, müssen wir auf jeden Fall raus aus Rhein-Main und irgendwo in die umliegenden Mittelgebirge ohne Mond. Das wäre natürlich gut. Wir haben zwei Planeten. Ich hatte Ihnen schon eben gezeigt. Das eine ist der Saturn, der uns jetzt schon ab dem Spätsommer ähm, am Abendhimmel zur Verfügung steht zum Beobachten. Und kurz danach folgt dann der Jupiter Richtung Herbst. Das heißt, hier im November steht er schon hoch im Süden. Also hoch ist übertrieben, aber deutlich höher als noch in den letzten Jahren. Das heißt also, das Bild im Fernrohr wird deutlich weniger unruhig werden als das, was bei den letzten Jahren äh, nach genießen durften. ist übertrieben. Das war zum Teil schon ziemlich Ziemlich äh, unpleasant, also nicht besonders schön. Okay, das ist nochmal die Karte für den Jupiter und den Saturn. Saturn hatten wir uns angeschaut. Jupiter steht äh, im Bereich vom Sternbild Walfisch und läuft dann gemütlich rüber Richtung dem Stier. Schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen schöner an. Das ist eine Aufnahme, die kommt nicht von der Raumsonde, sondern die kommt fotografiert aus Chile. Sieht aber aus, als wäre sie von der Raumsonde, weil man glaubt gar nicht, dass man sowas von der Erde aus machen kann. Man geht natürlich für so eine Aufnahme dorthin, wo Jupiter nicht nur dort in der Höhe steht, sondern genau im Zenit über einem steht. Und das ist eben dann Südamerika. Und dann nimmt man kein kleines Amateurfernrohr, sondern man nimmt einfach mal ein Gerät mit einem Meter Öffnung. Also das ist schon ausgewachsene Profi-Einrichtung. Und dann lässt man einen der besten Planetenfotografen ran, die wir so in der Szene haben. Und der zaubert natürlich dann ein Foto zum Niederknien. Also wunderschöne Strukturen in Wolkenbändern, der große rote Fleck, auch noch mit Strukturen drin, was wir auch nicht so oft haben. Noch einen kleineren roten Fleck, das ist temporär, der kommt mal, der geht auch mal wieder weg. Also ein tolles Bild. Okay, Jupiter ist also interessant ab September und wird bis ins nächste Frühjahr hinein uns zur Verfügung stehen zum Beobachten. Opposition, also geringster Abstand zur Erde, ist dann am 3. November und das sind dann knapp vierfache Abstand Erde Sonne, die ja von der Erde dann entfernt ist. Ja, links sehen wir noch mal eine Animation von Einzelfotos von einem normalen Amateurgerät und Sie sehen nicht nur den großen roten Fleck, sondern Sie sehen eine kleine schwarze Fläche, die sich über die Wolkenbänder dort bewegt. Das ist natürlich keine Zauberei, sondern das ist einfach der Mondschatten eines Jupitermondes. Und die innersten vier großen Monde, ich hatte es hier mal hingeschrieben, Io, Europa, Ganymed und Callisto, die marschieren wie ein kleiner Computer auf exakten Zeiten um den Jupiter. Und die inneren Monde, vor allen Dingen Io und Europa, zeigen regelmäßig eben dann diesen Durchflug über die Wolkenoberkante mit dem darunter liegenden Schatten. Und wer das mal im Fernrohr sieht, da ist wirklich ein rabenschwarzer Punkt, also eines der schwärzesten schwarz, die man sich so anschauen kann. Ähm, dass es wirklich der Mond ist, der das Ganze verursacht. Das sehen wir dann im letzten Bild. Da kommt nämlich der Mond aus der Scheibe wieder in den freien Raum. Und dann kann man das äh, tatsächlich belegen, dass das also der Mond war, der hier den Schatten verursacht hat. Ähm, aktuell ist eine neue Raumsonde unterwegs zu Jupiter. Hintergrund ist die Erforschung der großen Jupiter-Monde, vor allem der äußeren drei. Das ist Europa, Ganymed und Kallisto. Der Schwerpunkt liegt bei Ganymed. Das sind Eismonde. Und diese Eismonde sind natürlich extrem spannend, weil wir unter den Eiskrusten Wasserozeane vermuten, beziehungsweise auch schon relativ sicher detektiert haben. Und um das genauer zu erforschen, ist eine europäische Raumsonde aktuell auf dem Weg. Die ist gerade gestartet mit dem schönen Namen JUICE, was so viel heißt wie Saft. Also es geht um das Wasser, was da unter diesen Eiskrusten steckt und wir hoffen mal, dass alles jetzt nach plan geht. zumindest mittlerweile ist auch die hauptantenne geöffnet. da gab es ein problem, aber sie ist jetzt wieder eingeregelt und alles läuft momentan nach plan. so, wo die monde stehen und wo sie sie beobachten können. ein stichwort schattendurchgang, das finden sie in dem astronomischen jahrbuch. da ist im prinzip dargestellt, wie die monde sich bewegen. das diagramm zeigt uns solche schlangenbewegung. das ist im prinzip die bahn der einzelnen vier galileischen monde. Einer hat es ganz eilig, der macht eine schnelle Bewegung, das ist Io, der innerste Mond. Der zweite macht genau eine halb so schnelle Bewegung, Jupiter, das ist Europa. Dann haben wir einen, der ein bisschen weiter steht, das ist der Ganymed und die grüne Bahn, das ist dann die äußere von Callisto. Und wer mal genau hinschaut bei diesen Mondbewegungen, der sieht, das ist kein zufälliges Muster, sondern die sind abgestimmt, diese Bahnbewegungen. Macht der Innere zwei Umläufe, macht der nächst Äußere einen Umlauf. Macht der nächst Äußere einen Umlauf, macht der nächst Äußere genau einen halben Umlauf. Das heißt, wir haben eine Resonanz von einer 2 zu 1 Resonanz. Das heißt, das System ist alt, so alt wie das Sonnensystem selbst, also über vier Milliarden Jahre auf jeden Fall. Und die Monde haben sich so eingeregelt, dass sie sich gegenseitig stabilisieren und das ein sehr stabiles System ist, was man kaum aus dem Takt bekommt, außer eben tatsächlich eine Kollision eines großen Körpers auf einen solchen Mond. Also das ist sehr schön zu sehen und Sie können es auch im Fernrohr einfach beobachten. Das heißt, ich hatte die Aufnahme hier eben gezeigt oben rechts. Das sehen Sie im Fernrohr. Die kleine Fläche mit den mit den Wolkenstreifen können Sie im Fernrohr sehen und dann vier Punkte und die Punkte verändern ihre Position von links nach rechts. Mal sind zwei links, zwei rechts, drei links, ein rechts. Manchmal fehlt einer, dann ist einer vor der Scheibe oder einfach dahinter oder steht im Schatten vom Jupiter und dann einen Moment später oder eine halbe Stunde später kommt er wieder nach vorne und ist dann wieder zu sehen. Also das lohnt sich auf jeden Fall äh, zu beobachten. Die zweite Gelegenheit für Sternschnucken gibt es im Herbst, in dem Fall den Leoniden. Maximum 17., 18. November. Leider ist das Wetter natürlich üblicherweise um die Zeit nicht ganz so optimal. Zweiter Nachteil ist, die Leoniden sinken in ihrer Aktivitätsphase. Das heißt, die Räumstruktur, um diesen alten Kometen, die alte Kometenbahn zu treffen, hat sich jetzt verschlechtert. Wir erwarten etwa 10 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde. Das ist nicht nichts, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Der Verursacherkomet sehen wir hier, 55 P, der hat da also ein bisschen Staub verloren und diesen Staub den gabelt die Erde also beim Umlauf auf und zeigt dann diese Staubteilchen in Form von Sternschnuppen. Der zweite eher lohnende Sternstundenstrom, das sind die Geminiden. Also ein Strom, der maximal Häufigkeiten zeigt in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember. Auch da ist das Wetter meistens nicht ganz so berühmt, wie man das gerne wünscht. Es lohnt sich aber, mal die Wetterkarten dann zu studieren und Sie können sich vielleicht einrichten, an einen dunklen Ort zu reisen, um sich das mal anzugucken. Wir haben dieses Jahr keinen störenden Mond, also wirklich astronomische Dunkelheit. Wir sind im Winter früh dunkel, spät morgens wieder hell. Und wir erwarten zwischen 100 und 150 Sternschnuppen pro Stunde. Das ist die normale Häufigkeit der Geminiden. Und das Besondere ist, das zeigen nur die Geminiden, ähm, bei den Perseiden, bei den Leoniden haben sie immer eine Sternschnuppe und vorbei. Und dann warten zwei Minuten, und dann kommt wieder eine Sternschnuppe und ist vorbei. Bei den Geminiden tauchen gehäuft Pärchen auf oder sogar Drillinge. Das heißt also, es kommt nicht eine, sondern die kommen immer gleich im Geschwader. Eins oder zwei oder gleich drei. Entweder parallel oder kurz nacheinander. Und zum Teil sehr helle Objekte. Sehr schön zu beobachten. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal, einen dunklen Standort zu sehen. Man glaubt überhaupt nicht, wie viele Sternstuppen da in kurzer Zeit runterkommen. Wenn man sich erst mal selber mal erlebt hat. Jo, ähm, und ach ja, ein Bild habe ich noch, das kann ich noch reinprojizieren. Das ist der Verursacherkörper, nämlich 3200 Phaeton. Ähm, die Bezeichnung steht für einen Kleinplaneten, so benimmt er sich auch von seiner Umlaufbahn her. Aber wir wissen, dass diese Sternschnuppen mit seiner Bahn korreliert sind. Und das heißt also, das ist wahrscheinlich ein ausgebrannter Komet, also ein gealterter Komet, der nicht mehr so einen Schweif produziert, aber nach wie vor kleine Teile eben ähm, freigibt. Und diese Aufnahme, die wir hier sehen, ist eine Radarabtastung vom Arecibo-Observatorium oder Radioteleskop in Arecibo. Und mittlerweile leider historisch wertvolle Aufnahme. Das Teleskop ist eingestürzt, es ist also zerstört und es ist fraglich, ob das äh, Gerät in dieser Größe wieder aufgebaut wird. Ähm, gut, das werden wir abwarten, aber zumindest... Mit solchen großen Radioteleskopen lassen sich planetare Körper, die in Erdnähe verlaufen, mit Paradastrahlen abtasten und wir kriegen Strukturinformationen über die Oberfläche und auch die Größenstruktur. Also, das hier Durchmesser sind 5,8 Kilometer. Wir dachten, er wäre ein bisschen kleiner. Okay, also Geminiden auf jeden Fall, wenn Sie können, anschauen. Es wird Winter. Kein Zufall. Unsere Sternwarte im Taunus in frischem Schnee und da sehen wir, dass der Taunus aus dem Hochnebel rausguckt. In Frankfurt ist alles schön Suppe, irgendwas so zwischen 1 und 2 Grad plus und da oben scheint die Sonne mit Schnee. Allerdings, wir sind mittendrin im Klimawandel und wenn Sie so ein Foto machen wollen, dann müssen Sie nach dem Wetterbericht Ihr Foto organisieren. Man fährt nicht mehr in den Hochtaunus und hat Schnee. Sondern man fährt nach dem Kalender, wenn es oben Schnee gefallen ist, und fährt dann hoch und macht die Aufnahmen. Und wenn das vom Wetter nicht passt, dann haben sie es leider verpasst, weil dann gibt es vielleicht keinen Schnee mehr. Also, das ist wirklich äh, bitter, was wir jetzt erfahren dürfen. Es ist keine Frage, ist er da, sondern der Klimawandel ist da und wir sehen deutliche Veränderungen. Das aktuelle Wetter ist ein sehr, sehr, sehr deutlicher Beleg dafür. Also, Winteranfang, 22.12. um 4.27 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Was brauchen Sie zum eigenen Beobachten? Ich habe Ihnen ein bisschen was angeboten. Das Fangglas ist natürlich das universelle Gerät. Stichwort Mond und Venus zum Beispiel. Vielleicht probieren Sie mal, ob Sie beim Jupiter auch die Monde sehen können. Wenn das Fangglas ruhig steht, dann können Sie auch die äußeren Monde erkennen. Für die anderen Geräte oder anderen Sachen, die ich gezeigt habe, Saturnring zum Beispiel, brauchen Sie ein bisschen größere Öffnung mit ein bisschen mehr Vergrößerung. 30, 40, 50-fach reicht dafür auf jeden Fall. Sie brauchen einen Kalender. Entweder in Form von Papier oder in Form von Digitalen. Das können Sie mittlerweile auch alles entsprechend erwerben. Die drehbare Sternkarte, um die Sternbilder ein bisschen zu lernen, um den Sternhimmel sich auch entsprechend anzugucken. Wer es etwas moderner mag, der nimmt das berühmte Smartphone, lädt sich kostenlos oder auch für 1,50 Euro von mir aus so ein Programm herunter und dann kann man sich das mit dem Smartphone am Himmel rumdeuten und dann zeigt einem das Gerät, wo man gerade hinguckt. Wenn man das einigermaßen ordentlich richtig macht. Beides ist natürlich legitim. Hauptsache, man kommt draußen und beobachtet. Und das ist ja das, warum, ähm, ich heute Abend hier bin und versuche sie ein bisschen nach draußen zu locken. Ins Dunkle, ins Kalte, um da oben ein bisschen hoch zu gucken. Okay. Nochmal in Stichworten das zweite Halbjahr. 23. Wir beginnen jetzt und haben die Venus noch am Abendhimmel. Deswegen heißt die Venus im Abendhimmel auch den Abendstern. Die Sichtbarkeit endet im Bereich Mitte Juli, deswegen bis dahin also noch gucken. Am 20. Juli ist Pluto in Opposition, sichtbar ab Juli bis September. Die Perseiden wie jedes Jahr pünktlich, 12. 13. August. Wir haben keinen Mond in diesem Jahr, also das ist eine Einladung für Sie rausgehen. Ein dunkler Standort außerhalb von Frankfurt die mittelgebirge bieten sich an eine liege mitnehmen einen schlafsack und einfach hochgucken und warten was passiert je länger die nacht dauert desto mehr sternschnuppen sind zu sehen weil der Perse, perseus erst im nordosten dann langsam an höhe gewinnt und damit einfach mehr sternschnuppen bei uns den himmel erreichen können saturn am 27.8. opposition sichtbar ab juli bis dann in den dezember hinein die venus taucht dann nach dem ende ihrer sichtbarkeit im juli wieder auf im September und macht dann bis Dezember hinweg äh, ein bisschen Party am Morgenhimmel und er heißt dann der Morgenstern. Neptun, das ist was für die fortgeschrittenen Beobachter, 19.9. Opposition, sichtbar von August bis zum Januar 24. Merkur wieder am Morgenhimmel, etwa eine Woche Sichtbarkeitsdauer zwischen dem 21. und 28. September, zwischen ungefähr 6 Uhr morgens und 6.30 Uhr. Also, Sie können schon mal ein bisschen planen. Wo kann ich beobachten, wo ich einen vollkommen freien Horizont habe, direkt exakt nach Osten? Und auf jeden Fall hilft Ihnen das Fernglas, den aufgehellten Morgenhimmel zu scannen. Und dann wird Ihnen sofort der Merkur ins Auge stechen. Und dann wissen Sie auch, wo Sie suchen müssen mit einem freien Auge. Herbstanfang, 23.09.08.50 Uhr noch Sommerzeit. Danach kommt die Umstellung. 14.10. ringförmige Sonnenfinsternis und Sie müssen dafür reisen. Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika. Der Tipp wäre eher Richtung Nordamerika, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Sicherheit. Und der Südwesten ist bekannt für stabiles, schönes Wetter. Also die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass man das dort auch äh, entsprechend dann beobachten kann. Äh, für uns ist dann ein paar Tage später die partielle Mondfinsternis zu beobachten. Es ist ein Samstag, abends, Pi mal halb zehn bis ungefähr elf Uhr, abends, Sommerzeit. Ein kleines Stückchen des Mondes wird angeknabbert durch den Kernschatten der Erde. Das kann man wunderschön beobachten, freiem Auge und noch besser natürlich dann mit einem Fernglas von hier. Dafür müssen Sie nicht reisen. So, am 29.10. endet die Sommerzeit, wir stellen die Uhr wieder eine Stunde zurück auf Winterzeit. Am 3.11. ist Jupiter in Opposition, sichtbar dann vom September bis hinein das nächste Frühjahr, bis in den April. Ähm, dann erfolgt wieder mal die Venus, ein schönes Schauspiel. Der Mond wandert über die Venus am 9.11. vormittags, 10.53 Uhr bis 12.05 Uhr hier in Frankfurt. Das sollten Sie sich auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, das Wetter, äh, spielt da mit. Vor allen Dingen werden Sie wahrscheinlich das erste Mal in freiem Auge überhaupt die Venus am Taghimmel beobachten können, weil der Mond direkt daneben steht. Also man kann die Venus dann gar nicht mehr übersehen. Am ersten, am 13.11. haben wir Uranus in Opposition. Sichtbar September dann bis ins nächste Frühjahr hinein. Die Leoniden, die seien erwähnt. 17. bis 18.11. ist das Maximum. Keine große Häufung mehr wie früher, aber zumindest äh, deutlich mehr als äh, außerhalb des normalen Stromes. Und das wäre das, der Tipp zum Beobachten auf jeden Fall die Gemini als starker Strom mit vielen Sternschnuppen, die Nacht vom 14. auf den 15. Dezember auch kein Mond. Also mondlos Perseiden, Mondlos Leoniden, Mondlos Geminiden. Besser geht's nicht. Also wir machen bloß noch den Kollegen da oben, äh, der meist schlecht gelaunte der uns das, der, den klaren Himmel versauert mit vielen Wolken. Hoffentlich passt es diesmal oder vielleicht macht man sich wirklich auf den Weg und fährt ein bisschen, um sich das anzuschauen. Jo, und den Winteranfang haben wir eben gesehen am 22. Dezember um 4.27 Uhr. Das ist dann die klassische Wintersonnenwende. Bis dahin nehmen also die Nächte, die Nächte wieder zu und danach werden die Nächte wieder kürzer, bis wir wieder den aktuellen Sonnenhöchststand haben, den wir ja gerade jetzt in der nächsten Woche wieder erreichen. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir enden wie mit dem ersten Bild, mit der Starterfolie wieder, mit dem schönen Bild von Teneriffa, mit dem Orion und davor die schönen Palmwedel. Ähm, ja, ich hoffe also, ich habe Ihnen ein bisschen was anbieten können, ähm, was vielleicht Ihren Geschmack trifft, was Ihr Interesse trifft. Sie sehen, Sie brauchen keine große Ausrüstung. Für die meisten Objekte, für die meisten Gelegenheiten reicht das freie Auge oder das Fernglas. Also, probieren Sie es einfach. Vielleicht spielt das Wetter mit und vielleicht haben Sie auch Lust. Sie sich den Vortrag auf jeden Fall nachher noch ähm, oder später auch noch dann als Konserve angucken im Netz, als YouTube-Video, und vielleicht noch jetzt für, für den Anschluss, ihr ähm, Natur Science ruft. Und deswegen machen wir heute keine Führung im Anschluss an den Vortrag. Ihr macht doch Führung. Okay, ich hab offen gelassen, weil eben war die Meldung noch. Also, Sie können doch hoch, höre ich gerade. Kuppel ist also doch offen. Dann nutzen Sie es. Wenn Sie wollten, Sie verzogen haben, dann warum auch nicht? Okay, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie Lust haben, beim nächsten Mal wieder. Merci. Jetzt. Ja, den Applaus hört man nicht. Und Sie sehen auch heute ein bisschen familiärer eine etwas kleine Besetzung. Nicht unbedingt wegen der Night of Science, sondern auch wegen des Fußballspiels, was, ähm, ja, seit äh, 20 Minuten oder so oder seit 5 Minuten läuft, äh, Deutschland gegen Polen. Das hatten uns natürlich etwas äh, Zuschauer geklaut. Naja, aber stichwort night of science. Ähm, der kleine werbeblock nochmal, den ich sowieso ähm, ja am ende jeden vortrags machen muss, und zwar ähm, sind wir natürlich nächsten freitag wieder für sie da. da geht es um den wettlauf zum mond. also es äh, deutet ja alles darauf hin, dass in den nächsten jahren die menschen wieder äh, auf dem mond landen und ähm, die Chinesen sind gut dabei, die Amerikaner natürlich auch. Naja, das ist also ein Vortrag. Nächsten Freitag sind wir eben da für Sie da, den uns äh, dann Martin Bender erhalten wird. Gut. Und nochmal zur Night of Science. Also, wie gesagt, ähm, jetzt, äh, wenn Sie im Raum Frankfurt wohnen, was wollen Sie machen an dieser wunderschönen Sommernacht in diesem wunderschönen Herzen von Europa natürlich zum äh, naturwissenschaftlichen Campus Riedberg der Goethe-Universität äh, gehen und ähm, dort äh, Vorträge, Experimente und so weiter das alles äh, genießen. Das ist eine sehr interessante Sache. Es ist auch der erste. Night, die erste Night of Science seit langem wieder die so richtig ist. Letztes Jahr gab es eine abgespeckte Version wegen Corona und dieses Jahr ist es also eine volle Version. Es gibt äh, also auch wieder ähm, Essen und Trinken, es wird wohl gegrillt und wir haben ein Teleskop aufgebaut, wo man eben den Himmel betrachten kann, äh, wenn es mal aufklart. Und ähm, ist natürlich nicht so schick und groß wie das Teleskop, was wir in der Sternwarte fest haben. Aber immerhin. Gut, ja. Ähm, ich kann Ihnen vielleicht noch mal äh, die Webseite zeigen von der Night of Science. Und zwar, ähm, wo, wo bin ich? Hallo? Äh, irgendwie hängt die gerade. Nein, sie hängt nicht. Ja, also auf der äh, Internetseite ähm, Night of Science. .de, ein Wort, alles zusammengeschrieben, ähm, können Sie eben auch das ganze Programm gucken. Ähm, hier ähm, ist sozusagen das zentrale Thema so ein bisschen Alfred Wegener, der ähm, Erfinder der Plattentektonik, der so ein bisschen im Zentrum steht, aber wie gesagt, es ist also von allen Naturwissenschaften was dabei. Ähm, Chemie, Medizin, äh, Geowissenschaften, äh, Life Science, Informatik vorträge experimente rené reif hat sich ja gerade ähm, das äh, über die c 14 methode das ist ein vortrag den er auch schon mal hier im livestream gehalten hat oder äh, mal gucken wo unsere leute sind die sind relativ spät dran ähm, genau genau äh, 21 uhr also im prinzip in äh, wenigen minuten äh, beginnt sebastian hess mit seinem vortrag über exoplaneten ähm, Georg Pieler äh, über, äh, folgt dann 22.15 über das Galaktische Zentrum, hat er hier auch schon mal im Livestream gehalten und ähm, ganz spät nachts, Markus Röllig, über das James Webb äh, Weltraumteleskop und wie gesagt, ähm, Teleskop ist da. Und ansonsten auch ein wirklich wunderbares Angebot. Ich werde wahrscheinlich äh, selbst jetzt nochmal dahin pilgern ähm, und mir da einiges angucken. Also kann ich Ihnen alles nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, gut, das war's von uns. Nächsten Freitag, wie gesagt, sind wir wieder für Sie da. Dann bleibt mir noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und ähm, bleiben Sie neugierig.